über 190 Länder der Welt zusammentun, um für den Weltfrieden zu sorgen, sollte man eigentlich meinen, dass das funktionieren könnte. Eine solche Organisation gibt es, das ist die UNO. Und die Idee der UNO begann mit der UNO-Charta am 26. Juni 1945, morgens um 6 Uhr in San Francisco. Da waren also, das war die Gründungsidee, in Kraft getreten ist die UNO-Charta dann durch die Ratifizierung im Oktober 1945. Also dieses Horoskop, das Sie sehen, ist die Gründung der UNO, United Nations Organisation zur Sicherung des Weltfriedens und Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf Initiative der USA, Großbritannien, der UdSSR und China in der Nachfolge des ehemaligen Völkerbundes. Unterzeichnung der Charta durch 51 Staaten, die von 6 Uhr früh bis zum späten Nachmittag andauerten oder andauerte. Das Inkrafttreten oder soll ich die Transite zuerst hier? Nein, das ist die Idee, das Inkrafttreten der im Frühjahr 1945 beschlossenen Charta der Vereinigten Nationen nach der Unterschrift des US-Ministers James Burns begann die Ratifizierungszeremonie kurz nach 15 Uhr. Anfangs waren es 29 Mitgliedstaaten, Hauptquartier der UNO New York und viele Büro für Bürokraten und für andere Nebenorganisationen, die der UNO angeschlossen sind, in Genf für die europäische oder für die europäischen UNO. Staaten auch in Genf. Am 01.01.1990 zählte die UNO dann über 160 Mitgliedstaaten. Also haben die UNO unterzeichnet. Haben in der UNO unterzeichnet. Ja, das müsste man dann meinen, das wäre gut und ein gutes Horoskop, also wenn man hier das Gründungshoroskop anschaut, das also noch nicht in Kraft war damals, ist jetzt der Neptun auf dem MC, also jetzt geht es um Venezuela und hier im Gegenbogen auf der Vesta, da war die Sonne am Aszendent damals, 1945. Und kurz vor dem Saturn. Und jetzt ist der Saturn auf dem Mond, auf dem Uranus, also wieder Unvereinbares, und auf dem Merkur hitzige Reden, weil die Amerikaner wollen wieder wie damals Bush
mit dem Röhrchen, Colin Powells da in die Höhe gehoben hat und um mit Giftgas und Giftvorwürfen den Irak anzugreifen, was dann einfach gelang, obwohl die Vetomächte China und Russland dagegen gestimmt haben. Also das Horoskop ist überhaupt nicht wie die Gründungsidee, die haben aber reihenweise Nobelpreise eingesammelt, also am meisten von der Welt mit den Nebenorganisationen, die man, die ich hier gar nicht aufzählen kann. Also da gibt es für alles, für Menschenrechte und für Militär und Bildung und also für alles, oder gibt es da Nebenorganisationen. Also im Moment sieht da auf dem Gründungs-, also auf dem Horoskop der Idee, sieht das nicht gut aus, der Saturn auf dem Mond, auf dem Volk, also auf den Menschen überhaupt, aller dieser Staaten, ja. Und der Neptun am MC, ja, Konfusion und Geschrei, also wie in Deutschland, wie in Amerika, Trump und Merkel den Neptun auf ihrer Sonne haben, im Gegenbogen und im Direkt. Und da fragt man sich dann auch immer, wie der Neptun denn da wirkt, wenn der Trump eine Mauer macht. Also Trump, die Mauer hat es ja schwer, also kommt sie ja beinahe nicht hin. Also wirkt der Neptun auch, ja. Aber den nehmen wir nicht wahr, wir sagen dann Saturn, ja. Trump macht Strukturen und bringt Ordnung ins Land und begrenzt oder umgrenzt das Land. Aber das ist der Preis von Neptun, den die Merkel nicht hat oder umgekehrt hat, hat Trump ja trotzdem, weil um die Mauer, also um die Befestigung durchzupauken, ist er erstens bedroht im Hinterhalt, Neptun, ja. Und zweitens muss er alle Strukturen auflösen. Also da war der Showdown, der sogenannte, also der Konvent, das Haus war geschlossen. Es gibt keine Zusammenarbeit mehr, also die gab es nie richtig, aber jetzt ist sie ausgeschlossen durch die Demokraten. Also da ruft eine sogar, in 12 Jahren geht die Welt unter. Und wenn wir nichts machen und will 70% Steuern von den Reichen, die vergessen, dass wir heute leben wie ein König oder ein Kaiser vor 150 Jahren gar nicht leben konnte, mit dem Komfort, den wir heute haben. Und wenn es nur Joghurt sind und Gewürze und Autos und alles das hatte kein einziger König vor 100, ja, 150 Jahren, 200 Jahren noch, ja. Also wir leben ja von der Wirtschaft, vom Kapital, von den Kapitalisten, und damit meine ich natürlich nicht die Politiker, die sich auch wieder bereichern, sondern damit meine ich die Unternehmer. Also die Unternehmer, der Kapitalismus sorgt ja dafür, dass jeder Einzelne besser lebt als ein Kaiser oder ein König vor 200 Jahren, ja. Und diese UNO da
war sicher gut gemeint, Sonne Saturn, da am Aszendent, es ist nicht unbedingt ein, wie soll ich sagen, ein Täuschungsmanöver, sondern das ist ernst gemeint, Sonne Saturn. Aber wie gesagt, es kam dann so, dass diese vier Mächte das ist die Ratifizierung und Ratifizierung, diese vier Mächte erstens einmal über die UNO regieren. Also alle anderen 190 sind eigentlich von diesen vier Mächten gesteuert. Und dass zum Beispiel Russland und China gegen die Lügen waren, die da Amerika aufgetischt hat, wie sie das jetzt wieder machen mit Venezuela. Und einfach sagen, ja, in Venezuela ist Korruption und das war immer so, aber die Venezuelaner, die können also gratis tanken beinahe. Ganz ähnlich wie bei Gaddafi in Libyen. Also das Trinkgeld ist mehr als was sie da in den Tank füllen. Sie bekommen haben eine Kryptowährung bekommen, mit der sie Essen kaufen können, Kleider und so weiter. Und das stört natürlich Amerika, weil Venezuela hat mehr Ölreserven als Saudi-Arabien. Und das ist ganz in der Nähe Venezuela. Und an dieses Öl, nicht nur an das Öl, auch Diamanten und Gold wollen sie heran, ja. Und da heißt es dann einfach, jetzt wo Hugo Chavez, wo es ihn nicht mehr gibt, der soll angeblich an Krebs gestorben sein, was seltsam klingt. Na gut, das gibt es, aber ein gesunder Kerl, also wie er ausgesehen hat, ja, stark und kräftig, starb dann relativ früh an Krebs. Und dann wurde Maduro gewählt und die sind auch in der UNO. Und es gab schon eine Sitzung der UNO und da hat der Abrams, der Amerikaner, ja, im Namen von Bolton, ein Kriegstreiber, und Abrams ist sowieso ein Kriegstreiber, und Bolton auch, und der Pompeo, der schlüpft jedem hinten rein, also dem ist alles egal, dem sind sie. Die saudischen Vorkommnisse damals damit, Jamal Khashoggi, also was ja mit der Presse einfach zu tun hat, egal, und alles andere auch. Also die Amerikaner machen jetzt auch unter Trump offenbar, regierte das Pentagon auch in der UNO weiter, wie zuvor. Also die UNO hier in diesem Horoskop, ich mache das Äußere mal weg, ist ein Verbrecherhoroskop. Mars auf Saturn exakt. Da kommen dann die Besserwisser da, die ihr Hirn weit überschätzen und über den Kosmos stellen, ja, über die Sprache des Kosmos und willen wollen es ja, greifen die Astrologie an oder weiß ich was. Dabei sieht man in jedem Horoskop sehr genau und schön, wie es zu den Ereignissen oder dem Menschen oder der Institution oder dem Fahrzeug oder dem Schiff oder dem Flugzeug oder was auch immer es ist,
dazu passt. Also hier da unten Mars Saturn, ja, mörderische Achse, wenn sie so allein steht, ja, will da hinauf zum Polus, der ja auch schlecht ist, also in diesem Fall sowieso sehr schlecht ist. Und dieser Saturn und dieser Mars hat ganz genau wie die Federalreserve, ist wieder auf dem eigenen Platz, also die Halbsumme. Das ist ja keine Halbsumme, das sind ja zwei Faktoren aufeinander, ja. Aber es ist wieder auf demselben Platz gelangt oder gelandet wie heute, das ist jetzt nicht heute, ich zeige es Ihnen nachher, wie bei der Geburt, also bei der Inkrafttretung beim Gründungshoroskop der UNO. Und was so war, dass sich Mars Saturn nie weit entfernt hat, weil Mars, also Saturn wurde vor vielen Jahren rückläufig, etwa 1959. Wurde Saturn rückläufig in diesem Horoskop und 1982 bis 1990 wurde Mars rückläufig. Und da ist sehr vieles passiert und da kann natürlich jetzt jeder sagen, ja, die haben auch Kriege verhindert oder so, das stimmt nicht. Sie haben Kriege beendet, sie haben Blauhelme oder Weißhelme hingeschickt. Die haben im Irak, also in dieser völkerrechtswidrigen Invasion getobt. Die haben in kleinen Ländern in Afrika von 6.000 Prostituierten auf 25.000 Frauen prostituiert, also diese Soldaten in Uniformen, ja, von der UNO. Und nie kommt einer dran, weil die sind sozusagen diplomatisch geschützt für ihre Gewalttaten, ja. Kommt keiner dran. Also es ist sehr schwer. Es wurde ja dort im Irakkrieg von Bush wurde ja da ein Mädchen, eine Frau, die solche Aufnahmen gemacht hat mit den Typen von Gefangenen, Kriegsgefangenen, ja. Schreckliche Aufnahmen, das ging ja rundherum. Abu Ghraib hieß es, glaube ich, das Gefängnis. Die wurde verurteilt, aber das war militärisch von den Amerikanern, hatte nichts mit der UNO zu tun. Also die UNO kostet einfach eine Menge Geld. Clinton hat es dann von, glaube ich, 25 auf 20 heruntergeschraubt. Und jetzt sagen sie einfach die Auslandeinsätze, also die Kriege. Der Amerikaner kosten Geld und rechnen die 1,5 Billionen einfach auf und sagen, eine Billion, eine Milliarde ist für Auslandeinsätze. Und diese Auslandeinsätze, das sind Kriege gegen andere Länder, die sie sozusagen der UNO jetzt verrechnen können. Und interessanterweise oder komischerweise, ist Deutschland zum Beispiel kein, also nicht zum Beispiel, kein Land mit festem Sitz oder Vetorecht, sondern muss sich alle 4 oder 8 Jahre neu wählen lassen und zahlt nach Amerika und nach einigen anderen Staaten am meisten. Also Deutschland, hier, Mitgliedstaaten, ja, Vereinigte Staaten bezahlen 22%, das stimmt nicht. Es sind noch 20.
Japan 9, Volksrepublik China, 1 Milliarde Menschen, bezahlt 8%, 7,9, und Deutschland schon 6,4. Das ist so viel wie Italien und Russland zusammen. Ja? 6,8 wären das. Oder wie Kanada. Und England. Oder wie Frankreich und Kanada. Ja, Sie können selber wählen hier. Also Deutschland ist sozusagen ja eher Beobachter wie Vatikanstadt. Nein, gut, Sie haben eine Stimme, aber Hawaii oder wie sagt man, Haiti hat auch eine Stimme, also ganz kleine Länder haben eine Stimme, ja. Und Deutschland ist auch nicht so groß, wenn man es mit China vergleicht oder mit Indien. Also Indien ist da nicht einmal unter den ersten 10, ja. Restliche UNO-Mitglieder bezahlen dann 31%. Und Deutschland bezahlt, ist der viertgrößte Bezahler der UNO, ist ja dann auch im Kosovo-Krieg mit dabei gewesen, auch eine völkerrechtliche, also völkerrechtswidrige Intervention, also Intervention, oh je, Überfall, ja. Und ja, das war so ungefähr alles, was sie sich erlauben konnten. Bezahlen aber am den viertgrößten Betrag. Und die Vereinigten Staaten sind da. Die bezahlen eigentlich gar nichts mehr, weil sie sagen, weil sie das aufrechnen. Also wenn sie dann ein Land überfallen, Syrien jetzt, und sagen sie, ja, das hat so und so viele Milliarden gekostet, dann können wir der UNO nicht auch noch Geld, weil wir haben das über Weißhelme oder Blauhelme, je nachdem, gemacht. Und also eine furchtbare Situation. Und die Vorwürfe, die können Sie ja selber lesen, ja. Budget und Finanzierung war das jetzt. Sexuelle Ausbeutung und Missbrauch durch UNO-Mitarbeiter. Massad und dort unten, ja. Das sind dann so hässliche, mastige Typen, die sie schicken und die sonst keine Frauen erhalten oder nicht die, die sie wollen. Und die gehen dann irgend in welche Länder und ja, vergewaltigen hier, Zwangskinder, Prostitution. Ja, kann mal einen Satz vorlesen. Laut einer 2008 veröffentlichten Studie der Kinderrechtsorganisation Save the Children waren in Haiti sowie Elfenbeinküste und Südsudan Mitglieder des UN Departments of Peace in Operation DPKO an Vergewaltigungen, Menschenhandel, Zwangs- und Kinderprostitution, verbaler, sexueller Gewalt und Kinderpornografie beteiligt. Auch bei der 2014 in Zentralafrikanische Republik begonnenen Friedensvision MINUSCA gibt es Berichte über Vergewaltigung und sexuelle Ausbeutung durch UNO-Personal. Viele der Opfer sind Minderjährige. Die Vorwürfe betrafen Einheiten aus Ecuador, Äquatorialguinea, Gabun, Georgien, ja, das sind dann einfach nur so entfernte Staaten, ja, Marokko, Frankreich, Tschad und dem Kongo. Das ist natürlich auch wieder eine Untersuchung, die nur halbwegs stimmt. Ja, 2016 wurden von der MONUSCO in der Demokratischen Republik Kongo Ermittlungen gegen Blauhelmsoldaten aus Tansania wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger eingeleitet. Oh je.
Nein, das geht viel weiter. Also das war auch im Kosovo der Fall. Das war überall der Fall, auch in Syrien und vor allem im Irak, von den Amerikanern und den sogenannten Willigen. Ja. Ja, wie funktioniert das? Ich später den Jetzt-Zeitpunkt ein. Hier haben wir den Kriegs, also die Invasion in den Irak. Und hier, das ist die Progression rot, und hier mache ich den Transit hin. Also da ist Sonne, Mars, Saturn. Also Mars, Saturn hier, ja. Und der Mond steht auf der Mars-Saturn-progressiven Achse. Und der Aszendent am Mondknoten. Und die Sonne steht gleich dort. Wer macht das? Das ist das Horoskop. Dieselbe Konstellation ist hier, weil es anders gedreht ist, das Horoskop, ist diese Konstellation in Transit hier, Mars-Saturn auf Sonne. Und das hatte Bush, Sonne, Mars, Saturn. Also Mars, Saturn auf Sonne. Dasselbe Bild wie hier ist auch hier. Und das ist Bush. Das Horoskop innen ist Bush, nicht die UNO. Und hier sind die Transite blau, ja. Hier Sonne, Mars, Saturn und Sonne, Mars, Saturn, Bush. Es ist ja angeschrieben, Sonne, Mars, Saturn, das ist Transit blau und rot ist das von Bush. Also der regiert die UNO, Bush, damals. Ja, dasselbe hat sich dann im UNO-Horoskop ja so ausgewirkt. Die Sonne am Deszendent, am Progressiven, ja, hier sieht man ganz klein den Aszendent, weil er gleich auf dem Mondknoten steht, oder? Alle Willigen mit anderen sind die da losgezogen. Und das war, ich weiß es nicht mehr, das war, also Schröder hat sich dem noch entzogen, aber das war Frankreich, England, ich weiß es nicht, die Koalition der Willigen, was das alles heißt. Da waren sicher auch andere dabei, ja, also Spurensucher oder sogenannte Experten für andere Morde und für Inquisition. Alles von der UNO zur Verfügung gestellt, weil 190 Länder, ja, mit dabei. Polen unterschrieb ein bisschen später als die Ratifizierung, aber das hat mit dem nichts zu tun. In Kraft trat die UNO am 24. Oktober 1945, um Greenwich Mean Time 21:45 Uhr. Ein kriminelles Horoskop. Also höchst kriminell, Mars Saturn, hey, also, und das dann in Quadratur zum Deszendent und Aszendent, ja. Also wir gegen die anderen. Und jetzt wollen Sie sagen, jetzt haben Sie keine Gläschen, ja, mit der Gift drin da, wie bei Saddam Hussein, oder keine Argumente, wie bei Libyen, bei Gaddafi. Jetzt wollen Sie einfach sagen, Maduro, der eigentlich, ja, vielleicht nicht der Beste ist, aber zumindest der gewählte Nachfolger von dem, der das Land ziemlich renoviert hat, soweit das überhaupt geht, mit diesen Sanktionen, die natürlich dann gekommen sind von Amerika, als der eine Kryptowährung und sich Macht schaffte und sich den Russen Anschluss den Indern und
Südafrika und also Hugo Chavez, ja, und dann kam der Maduro und hat das so ungefähr weitergeführt. Ich glaube, das Gold haben sie jetzt aus dem Land in die Türkei transportiert, damit, aber das Öl ist natürlich im Land und sie haben Reserven, sie haben nicht nur Öl unter der Erde, sie haben die größten Reserven, damit die nicht, wenn die angreifen würden, da der Bolton, dieser schreckliche Typ, dieser, das ist ein richtiger Drecksack, ja, der einfach überall, Abrams noch mehr, also schon länger, sagen wir mal so, und in Regierungen, die dann zuschlugen, wie der Kriminelle, der Bush da. Und ja, jetzt wollen sie, obwohl Venezuela selbst in der UNO ist und obwohl, oder eben weil zum Beispiel das Veto von China und Russland im Irakkrieg oder im Kosovo, weiß ich jetzt nicht, ob sie dort Veto, ich denke auch, eingelegt haben, das nützte nichts. Wozu dann Veto? Also Veto bedeutet, es kommt nicht durch. Wenn aber ein Land beitreten will oder wenn sie ein Land rauswerfen oder so, dann nützen die Vetos. Ja, wenn es um nichts geht, also dann nützen die Vetos. Wenn es aber um grauenhafte Dinge, die sie da großspurig vertreten, ja, Menschenrechte und also da gibt es ganz viele Haupt- und Nebenorganisationen, ja, also da schau mal Erfolge, sie wirkten bei der Gründung des Staates Israel mit, ja, sie entschärften die Berlin-Krise. Was denn? Sie entschärften die Berlin-Krise. Sie entschärften die Kuba-Krise. Oh je, das war vorher schon mit Kennedy und Khrushchev. Sie entschärften die Nahost-Krise. 1973. Ein Jahr, 1973. Und dann gibt es tatsächlich noch diese, also dann gibt es tatsächlich noch Palästina als Land, also als wie der Vatikan als Beobachter, ja. Sie wirkten in Rhodesien 1966 bei der Einführung des Wahlrechts für Schwarze in die Beendigung des ersten Golfkrieges. Aha. Also sie haben das nicht beendet oder so, sondern sie, wenn dann irgendein Krieg vorbei ist, jubeln sie und sagen, wir haben das beeinflusst, dabei ist alles gelaufen, was man vorhatte. Kambodscha, Mosambik und so weiter. Und die negativen Dinge stehen da ganz unten am Rande dann, ja. Aber das sind dann ganz viele Sachen und vor allem, wie sie das Geld da überall verteilen, auch in Genf, ja. Die Schweiz ist übrigens das einzige Land, das per Wahl, per Volkswahl 2002, ja, in die UNO eintrat und das ist der korrupte Gigant da, Antonio Gutierrez, der dieser Organisation von Dag Hammarskjöld damals oder noch einer da, Trygve Lie, ja, noch vorher, vorsteht. Das sind die Länder hier. Ja gut, das können wir lassen. Also das ist Bush, der seine Auslösung. Und die ist hier noch dazu, im Quadrat zur progressiven Sonne.
Ja, also die sind Bush gefolgt, ja. Die sind Bush gefolgt. Ich weiß nicht, wie die Abstimmung damals war, aber selbst wenn die dagegen gewesen wäre, also ich weiß, dass Russland und China dagegen gestimmt haben, England dafür, und dann gingen sie los und haben Saddam Hussein, dessen Kirchen voll waren, alle, nichts war verboten. Und bei Gaddafi noch extremer dort, der war ja die Grenze zu Europa mit diesen Leuten, die jetzt zu Millionen in die Westländer streben. Also, hier war Masaton, der hat sich nie weit vom Radix Masaton wegbewegt. Und da stand der Mond drauf. Und was viel wichtiger ist, also das zeigt nur, dass es um diese Tage stattfand. Was wichtiger ist, ist dieser progressive Aszendent. Man sieht ihn hier besser als Deszendent, weil die liegen ja einander wieder vis-à-vis, also gegenüber. Und die Sonne war drauf. Und hier auch die Sonne und Mars Saturn. Und Mars Saturn Radix und Mars Saturn beim progressiven Mond. Und das alles noch im Quadrat hier von Sonne zu Sonne, von der Transitsonne zur Radixsonne. Natürlich, wie anders könnte es sein, Menschen kommen um Saturn auf dem Mond. Das ist das Verbrecherhoroskop der UNO, der ratifizierten UNO, wo Geld verteilt wird. Darum sagt Trump jetzt auch, wir bezahlen das nicht, wir rechnen das auf, ja. Also die UNO Deutschland sozusagen als vierte als vierter Gläubiger sozusagen bezahlt amerikanische Kriege. Also wenn jetzt Venezuela wieder dran kommt oder wo auch immer, die Bomben in Afghanistan, die Bomben in Syrien, im Irak, der Krieg im Irak, in Libyen, alles das bezahlt Deutschland mit als vierter Zahler. Weil alle anderen profitieren ein wenig. China profitiert wegen Taiwan und Taiwan ist sozusagen nicht mehr vertreten, wenn China. Aber China hat auch nur eine Stimme, allerdings mit Vetorecht. Ja? Aber das hat ja nichts genützt. Russland hat auch nur eine Stimme, wie, ich weiß es nicht, Zypern. Aber es hat ja nichts genützt. Also das ist eine Völkerrechtsorganisation ohne Rechte, die ihre Rechte, und dann holt sie alle Nobelpreise noch und bekommt natürlich Geld und eben Friedens, wie sagt man, Auszeichnungen, die zum Himmel stinken. Also ein grausige Tatsachen hier, das sind Tatsachen, ja. Und völlig unverständlich. Völlig unverständlich. Mars Saturn noch auf dem Attentatsgestirn. Also das sind die Blauhelme und Weißhelme. Das sind ja die, die zum Beispiel diesen russischen Soldaten mit der Puppe zeigten, aber nur oben zeigten, ja, also der deutsche Fernsehen auch. Wie der die Puppe zeigte und sich quasi mokierte über das abgestürzte Kind aus diesem Flugzeug, aus den Trümmern, ja. Und dann kam das Video, wo man sieht, dass er das den Journalisten zeigte und nachher den Hut abzog. Also war so ein Soldat, ein russischer, den Hut abzog und sich bekreuzigte.
Und die haben ihn so dargestellt, wie wenn er da lachen würde und sagen würde, schau mal eine Puppe von einem verreckten Kind. Ja? Also dreckiger geht's nicht mehr, dieser Tagesschausprecher da, der Millionen verdient, ja. ARD oder ZDF, dieser mit dem schrägen Kopf, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Der weiß ja als normaler Mensch, hat er die richtigen Bilder gesehen und der weiß als normaler Mensch, dass das keiner macht, außer den IS-Anhängern, also aus den religiösen Fanatikern. Die Russen machen das sowieso nicht. Also, das ist jetzt nicht Putin, sondern das sind russische Soldaten, ja. Also ganz schrecklich. Und dieses Horoskop zeigt solche Dinge an. Schauen Sie es an. Das war der Krieg, wo sie in den Irak gezogen sind. Völkerrechtswidrig, aber trotzdem abgesegnet von der UNO, außer dem Veto von Russland und China. Hat niemand gestört, gab kein Krawall. Dort drin dürfte es auf eine solche Reaktion einen Krawall geben. Nichts. Ich glaube, Kofi Annan war dort dabei. Hat liebe Worte. Der Vatikan als Beobachter. Das ist sowieso. Vatikan ist ja sowieso mit Mussolini entstanden, ja, also dass Vatikan ein Staat ist mit 95 Schweizer Gardisten und so weiter. Also es ist ja ein Faschostaat, ja, von einem Faschisten genehmigt, von Mussolini. Ja, es ist schrecklich, also ein solches Horoskop, gehen wir noch zu jetzt, ja, oder gehen wir noch auf die Linie da? Dann sehen Sie Mars Saturn hier im Radix, ja, auf der Vesta, ja, auf der Vesta, also diese harmlose, diese weibliche Vesta, ja, das sind die Vestalinnen, die das Feuer hüteten, die werden vergewaltigt, verbrannt, also jetzt symbolisch, vielleicht auch real, ja. Und hier war dann Sonne und Aszendent genau übereinander auf dem Mondknoten, als sie in diesen, und Mars Saturn hier, also der Mond zwischen Mars Saturn und Mars, und zwischen Mars Saturn auch dieser rote Strich, da ist Mars Saturn. So weit ging er noch weg, ja, aber hier 1990, sehen Sie, hat der Mars da ein Strichlein unten. Und wenn ich da Jahre klicke, retour, hat er ständig ein Strichlein. Da ist er stationär. Hier beginnt er umzukehren, 86. Und da ging noch die Venus drüber, 85, 84, 83. 82 begann das, die Umkehr. Also die reicht natürlich 10, 5 Jahre noch mehr in die Vergangenheit zurück, weil da war dann noch, ja hier, 1980 war dann noch Sonne auf Saturn und da begann dann gleich danach, können Sie nachschauen, was 1980 80 bis 90 war und vor allem 1980, 82, ja, 83 hier, 82, 83, 80, war Sonne auf Saturn und auf Mars Saturn. Oh je. Also da muss es dann auch, da ist die Verbrecherorganisation voll perfektioniert worden, ja.
Das Geld, das sie kriegen, das geht nach Genf und dort hocken dann alle diese Schokos, ja. Also die schwarzen Tyrannen aus Afrika, die ihre Völker ausbeuten, da kommt kein Geld. Kein Geld kommt da. Da werden keine Brunnen oder Ziegen angeschafft oder Brunnen gebaut oder so, sondern das geht, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ja. Ich konnte mal nicht nach Afrika, nach Nigeria einreisen und musste dann zu der, ja, zu der Konsulin da und dann haben wir dann ein Mädchen, die dort arbeitet, also ihre Sekretärin, hat mir gesagt, wie ich das machen soll, weil ich hätte journalistische Eindrücke, weil das im Pass stand. Und dann habe ich da mit Blumen und so und etwas geschickt. Und dann ging das ziemlich schnell. Und das war dann sogar noch Glück, weil die hat mir dann eine VIP-Karte mitgegeben. Und dann haben sie mir wenigstens am Flughafen dann in Nigeria, in Kano, nicht gleich einfach alles weggegessen, wie sie das machen. Oder Ämti verlangt, also Geld, ja. Also sie machen ja auch mit den Muslimen, ja, da laufen Dinge. Die werden, die dürfen Al-Hadschi werden, ja. Also einmal nach Mekka, Analphabeten, ja. Aber nach Mekka da im Kreis laufen und dann werden ihnen Ringe angezogen. Diamantenringe, also ganz schön. Und in Mekka, wenn sie dort ankommen, in Saudi-Arabien, dann werden sie ihnen wieder abgezogen. Also müssen sie die abgeben. Das Flugzeug, das Innere kann man nicht mehr gebrauchen, weil die johlen dann da so herum und vor Angst und so, das kann man verstehen. Solche Sachen passieren, oder einer ging in auf einem Quarry, ja. Ein Christ und ein Muslim, die haben einander gekannt und einander gehasst und dann hat ein Stein verklemmte in diesem Steinbrecher und der Muslim war ihm ein bisschen entweder übergeordnet oder hat ihn irgendwie überredet, dort reinzugehen, und dann stellt er den Steinbrecher an. Und der Christ, auch ein Schwarzer, ja, wurde zermalmt. Also, ich habe dann einen Brief mitnehmen müssen für den Architekt, der Minister für Architektur, das war ihr Mann, und sie hat da in den Bergen da von Firmen und so weiter, Straßenbau und so, Caterpillar. Wenn eine Schraube fehlt, dann stehen diese Caterpillars, die über 1 Million kosten, einfach in der Wüste, ja. Weil sie bestellen nichts, um damit das wieder läuft oder so, damit neu gegraben wird. Das machen die Chinesen mit den Straßen, aber die haben auch kein großes Interesse, wenn die Straße fertig ist, gehen sie wieder. Ja, da laufen Dinge ab, aber das hat nur indirekt, also hat schon mit damit zu tun, doch, weil die UNO solche Gelder korrespondiert, also solche Gelder bewilligt und sogar ja, denen dorthin schickt und die werden dann von solchen Leuten, werden die dann gebraucht und das Volk, das kann in die Sonne schauen. Und tausende Kinder, Neugeborene oder Kleinkinder oder Babys, oder dann werden sie dummerweise, muss man hier sogar sagen, also tragischerweise werden sie hier dann noch ein paar Jahre alt unter Qualen, weil einfach ein Brunnen fehlt. Nigeria ist das jetzt weniger der Fall, weil es dort ein paar Bäche gibt, immer wieder mal. Aber genug Länder, die in der UNO sind, wird den korrupten Politikern geholfen und dem Volk nicht.
Das ist die UNO. Die könnte ja die Blauhelme dorthin schicken ohne Waffen, ja. Die Waffen seien nur zur Selbstverteidigung. Ja. Möchte fast sagen am Hintern, ja. Die sagen dann, du bekommst zu essen, wenn du dich sexuell zur Verfügung stellst. Oder manchmal sagen sie das gar nicht, sondern sagen, komm her, fertig. So ist das mit den Blauhelmen. Das ist eine üble, ich sage jetzt nicht generell jeder, ja. Aber solche üble Typen hat es in diesen Dingen, in diesen Truppen. Also nicht anders als die Amerikaner, die ja, dort muss man vom Einzelnen gar nicht reden, dort geht es ums Geschütz und um das Gift, um das Napalm, um die Bomben, um das, was sie abwerfen und so weiter. Und wie sie dann eben im Irak Abu Ghraib, das kennt man ja. Es gibt kein Recht, andere mit Gleichem zu vergelten, also Muslime ebenfalls so zu behandeln. Also gut geköpft und so haben sie nicht, aber Muslime gleich zu behandeln wie sie uns oder sagen wir mal, ja, die Westlichen behandeln oder von den Westlichen denken, Ungläubige, dreckige Menschen oder sind wir für sie. Aber die 900 Franken, die sie bekommen, da können sie im Internet, dieser Nationalrat oder von der SVP, erzählt die Fakten dort. In der Werbung muss man halt mal laufen lassen, wenn man ein Video schaut. Also gut, hier Sonne Saturn noch. Mars Saturn, das war 1980, da war sicher auch genug. Jetzt gehen wir zu jetzt noch schnell. Eigentlich interessiert die Progression, ja. Wegen Venezuela. Das ist Derrida gewesen. Wegen Venezuela. Der Chiron am Deszendent. Ja, auf dem, sehen Sie, auf der Sonne und auf dem Aszendent taumelt wieder der Saturn hin und her. Ja. Und auf dem Polus hockt der Pluto. Und hier ist es jetzt wegen der Rückläufigkeit von Mars und von Saturn so weit gekommen, dass Mars-Saturn wieder direkt auf Mars-Saturn-Radix steht. Also auf dem Mars und auf dem Saturn, nicht auf der Halbsumme. Aber jeder von beiden, der Mars kommt bis zu Mars-Saturn und der Saturn kommt bis zu Mars-Saturn auch noch als Wirkung, aber die Halbsumme steht auf der Halbsumme und da steht der Mondknoten. Die haben wieder etwas im Sinn und das kann natürlich nur, das kann einfach nie, es ist nie China, also China mit Taiwan, okay, manchmal diese Streiterei, aber es ist nie Russland oder China. Das ist, Russland hat seit Bestehen der UNO, glaube ich, 20 Anträge eingebracht und Amerika hunderte, ja. Und immer ging es, am Anfang haben sie sich das noch legitimieren lassen, ihre Kriege. Nachher haben sie gegen Veto, nicht nur gegen Abstimmung, gegen Veto einfach zugeschlagen. Also Amerika ist ein Empire, ein schreckliches Land und dass das Trump jetzt zulässt und ja, eine Frau hat gesagt, wie funktioniert denn Sonne Neptun? Also wie funktioniert der Neptun? Ja, da kann man sagen, ja, die Mauer bringt ja schon
zustande. Irgendwie hat Pence gesagt, wir machen es auf diesem Weg oder auf diesem Weg. Aber dazu muss er ja Neptun auch leben. Und wie lebt? Die lebt, die will, den will keiner leben. Also da gibt es dann eben Shutdown oder Bürgerkrieg oder die Leute bekommen keinen Lohn mehr. Also 100.000 bekamen keinen Lohn mehr. Das ist dann Auflösung. Das ist dann Neptun. Also wenn der Konvent geschlossen ist und diese Häuser geschlossen sind der Regierung, dann ist das Neptun. Dann ist keine Regierung mehr da. Dann nützt es nichts, wenn ich im Sinn habe, eine Mauer zu bauen. Jeder hat ja dort von den Politikern eine Mauer um sein Haus. Ja? Auch die, die da so dagegen sind und vor Jahren noch dafür. Jeder hat eine Mauer um sein Haus. Aber jetzt, wenn der Konvent nicht mehr funktioniert, dann ist das Neptun. Da ist nichts mehr, da geht nichts mehr, da löst sich die Ordnung auf. Und um diese Unordnung, um dieses Haus wollen sie jetzt eine Mauer bauen. Ja, diese Mauer braucht es, weil diese Gangs und diese Toten, die es gibt, und diese Drogen, also Drogentoten vom Heroin und diesem Metal, Chris Metal oder wie das heißt, also von diesen Drogen, Kokain, wo sie bringen, diese Mauer braucht es, aber gleichzeitig verweigern sich die Demokraten hirnrissig, dass gar nichts, dass Neptun eben, dass sie gar nicht zusammenarbeiten, also sie können gar nicht Saturn machen zusammen. Gesetze müssen ja nicht immer gleich die Mauer sein, die Mauer ist dann das Resultat. Gesetze, Verbindliches, Sichtbares, Ordnung und alles, was Saturn, die Zeit nutzen für Konstruktionen und das funktioniert nicht. Die Mauer gibt es nur, wenn Trump sozusagen weg wäre und der Neptun weg wäre. Und das ist ja auch der Plan der Demokraten, ja. Entweder Impeachment oder er ist eben, also nicht oder, er ist in Gefahr. Und dann wäre der Neptun weg, aber dann würden die anderen die Mauer natürlich jetzt nicht mehr bauen, die sie einmal wollten, oder würden sie trotzdem, dann würden sie sie bauen. Sie mögen nur keinen Erfolg, also sie wollen. Sie gönnen Trump den Erfolg nicht, denn ja, eigentlich, das ist gar kein Erfolg, weil er war dumm, er hätte das noch machen sollen vor den Midterm-Wahlen, weil dann hätte er die Mehrheit gehabt. Und also, es war einfach ein Fehler, es war nachlässig. Und sie gönnen ihm diesen Erfolg einfach nicht, ja. Und hier, da muss man Trump nicht rausnehmen, da ist er auch mitbeteiligt. Da wird es wieder, wegen Venezuela, wird es jetzt wieder weiter gestritten und so weiter. Und der Bolton hat schon gesagt, wir müssen uns einmischen. Und dieser dicke Pompeo da, dieser Schleicher, ja, der sieht ja jovial aus und lustig, ja, also wie ein Bauer im Märchen, ja, aber der ist eben alles andere als das, sondern der macht einfach, er ist kein Treiber wie der Bolton oder wie Abrams, sondern er macht einfach mit, wie Schröder mitgemacht hat im Kosovo. Ja, es ist zum stickelisinnig werden. Es ist schlimm. Es ist schade. Neptun kommt hier, hockt hier auf Venus und was ist das? Neptun
Ich sehe nicht. Welche Neptun hatte ich ja gestellt? Sonne Saturn, hier der Saturn, transitär, Aszendent auf der Vesta, hier Venus, auf der Venus und auf Neptun, auch die sind wieder zusammen wie bei der Geburt in einem Quadrat und in der Nähe vom eigenen Platz, in der Position zur Sonne, okay, das ist heute. Und der Neptun sitzt hier auf dem Uranus, also auf der Ohnmacht. Neptun löst den Willen aus. Auf. Neptun, ich habe vorher nicht geschaut, den Progressiv. Neptun auf Venus und Neptun. Das haben die auch noch, oder? Venus, Neptun, schöne Sprüche, Mitleid heucheln. Im sechsten Haus, wo eigentlich die Jungfrau mundan wäre, sich anpassen, ein bisschen herumkritisieren und dann ist Schluss. Und das in der Waage, die gab es früher ja gar nicht, das war Jungfrau und Skorpion, mit der Jungfrau geboren, im Skorpion gestorben, und da war noch Ophikus, also die Schlangenträger waren noch mit dabei und die Venus gab es gar nicht. Und die Venus ist nicht Herrin der Waage. Wenn sie überhaupt irgendwo hinpasst, dann in den Stier. Ja. Die will ja alles vergolden. Die Waage, das ist das. Was reden die da? Ja, und so sieht es jetzt aus, weil es wieder rumpelt in der. Und der Uranus. Der steht in Opposition oder kommt in Opposition zur Sonne und ich hoffe, dass das nicht einen Krieg gibt in Venezuela, weil wenn das dort, also das ist überhaupt nicht schlimm im Landesinnern jetzt, aber wenn die das noch mehr anzünden und noch mehr hochpeitschen von Amerika aus, das ist jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht der Soros. Also der ist ja überall dabei, aber ich glaube nicht, dass der das ist. Und das heißt, er ist in der Schweiz im Gefängnis. Oh je, vielleicht eine Nacht oder eine Stunde. Und da gibt es dann wieder mit 2 Millionen Gläubigen. Und das etwa 100 Videos. Ja. Und die Hillary ist 2016 schon gestorben. Darum machen sie nichts. Ja. Also, wenn das in Venezuela zum Brand kommt, und es ist kein Brand, man sieht dort Reporter, die sehen, wie Frauen auf den Markt gehen und sagen, abwinken und sagen, ja. Es waren ein paar Proteste und so weiter und so. Und das ist wie damals, wo sich in Paris alle gezeigt haben, in einer Seitengasse. Ja, nur waren es damals die Halunken, die Politiker, die solche Spiele machen. Schrecklich. Aber hier waren schon Demonstrationen, gibt es in Deutschland auch, leider nur. Obwohl sie, ja. Das Volk wird ja ausgebeutet, das ist ja bald nicht mehr zu beschreiben, ja. Und wenn dort ein Brand gibt, also dann muss man damit rechnen, dass eben die Vetomächte Russland und China, also vor allem Russland, ja, mit dieser Kryptowährung der Venezuelaner,
Venezuelaner. Und selber ja an einer Währung sind mit Indien und Südafrika und so zusammen. Dann muss man damit rechnen, dass die dann auch reagieren und was dann geschieht mit Trump, der nun kein gelernter Politiker ist, sondern eher in Richtung nicht einmal Architektur, sondern eher in Richtung Banker und eben Immobilien und so. Und er hat die schlechten Berater jetzt in dieser Situation. Also ein Bolton in dieser Situation, der sagt, ja, ich lebe ja nicht ewig, schlagen wir da zu. Und wenn Trump da hört, dann haben sie Make America Great Again. Haben sie dann ja, auf ihre Weise erhalten. Also das sieht nicht schön aus in dem Verbrecherhoroskop, in dem, ja, man kann sagen, das ist ein mörderisches Horoskop da. Und bei der Fed ja auch nur, dort sind ja Banker beteiligt und da, okay, dann, das sind dann Sachwerte, aber mit denen wird halt gesteuert. Die Fed hat auch rückläufige Saturn und Mars. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob auch auf dem Radixstand von Mars Saturn, das weiß ich nicht mehr. Aber die Fed ist noch fast eine Spur heiliger, sage ich, harmloser, weil Mars und Saturn nicht aufeinander hocken wie hier. Das war gut gemeint in der Charta, aber in der Ratifizierung, wo es in Kraft trat, was gut gemeint war, war es vielleicht auch noch eine Weile sehr gut gemeint. Vielleicht haben sie da wirklich ein paar Brände gelöscht. Aber dann kam es zum Verteilen und dann kamen Unsummen ins Spiel, die da in Genf und in, ja, in San Francisco und so weiter in die Welt gingen, um sich auf eine Art durchzusetzen, die ja, hier jetzt sichtbar wird. Das ist Sonne Saturn. Die ging jetzt gerade über die Sonne, aber das ist ein Transit. Wo ist der Dings? Ah, da, die nähert sich dem Deszendenten, die Progression, ja. Und das ist das Schlimme, die Progression, nicht der Transit. Also wenn dann der Transit die Progression auslöst, dann schon. Die nähert sich dem Deszendenten und dem Chiron, also den Opfern. Opfern ist Chiron. Das ist ja eben auch wieder nicht schön. Das MC ist im Quadrat zum Merkur. Das IC natürlich auch. Aber Sonne Saturn, der kommt einmal, der kommt in, ja, wie bei der Fed in den nächsten Jahren auf Saturn und Mars. Er läuft dann so, ja. Dann sind wir dort. Ja, da gibt es Konflikte, die von Menschen unlösbar sind, weil das sind, das ist die Energie, die, man kann das einfach fühlen nennen. Nicht Gefühle, deine, meine, sondern das Fühlen, das große Fühlen, das ist die Energie. Und das kann man nur mit Gefühle beantworten und mit Mars Saturn da unten,
alles, was da unten ist, ist mehr Gefühle. Mit Mars Saturn da unten wird Mond bei der Willkür, beim Uranus, auf menschlicher Ebene, sonst ist technisch ist Uranus in Ordnung, ja. Da wird schon gefühlt, aber ja, wie hinten rechts, ja, im Portemonnaie. Also gut, das ist ebenfalls ein, ja, keine schönen Zukunftsaussichten mit diesem Horoskop. Was Menschenrechte und Sie können lesen, was es alles betrifft. Wie viele Nebenorganisationen da. Und in Genf fahren Sie dann mit großen Rovern herum. Schwarze, ja. Und ja, vertun das Geld, das Sie von der UNO erhalten, damit Sie dort richtig abstimmen oder einfach ruhig sind. Danke, gute Nacht. Alles Gute.